Kanalisation. Okay. Aufzeichnung des Schreibers der Hekatonschiren. Ach, schweres Wort. Der Sohn der Furienkönigin kam heute Nacht zur Welt. Mal ganz ehrlich, wer will denn mit der? Kann ich mir nicht vorstellen, will ich mir eigentlich auch gar nicht, aber wenn es einen Sohn gibt. Naja, ist er der Gezeichnete der Prophezeiung? Gezeichnete Prophezeiung? Hallo? Wir sind gezeichnet, wir sind prophezeit und wir sind die Besten. Wir sind heldenhaft. Warum betrachtet sein Vater... Was? Warum betrachtet sein Vater dieses nicht... Ach so, dieses noch so jungen Geschöpfes. Bereits als Enttäuschung. Wer ist der Vater? Sag bitte nicht, dass wir es sind. Das sieht nach Achievement aus. Okay. Sollen wir da hoch? Meine Schwestern sind zu sanft zu dir. Ja, wir sollen da hoch. Also gehen wir nochmal schnell zurück. Na, schade, hier ist natürlich nicht. Naja, wir gehen den Weg. Ja, lieber zweimal schauen, als was zurückzulassen. Vor allem die Orbs sind später wichtig. Wir wollen ja auch schön aufgerüstet zum Endboss kommen. Falls wir das überhaupt schaffen, aber bestimmt. So. Also die Grafiken sind echt schick. Los, wir gucken mal aufs Fenster. Müssen wir sogar. Ganz locker rausgetreten, das Ding. Ist das jetzt ein Bauchnabel? Die Hintergrundgeräusche sind ja auch sehr beruhigend. Nee, halt. Nochmal runter. Ich will da runter. Geht es da nicht lang? Wenn ich mich jetzt fallen lasse, bin ich bestimmt tot. Das sieht so aus, als wenn es da irgendwo hingeht. Ja. Dann bin ich tot. Aber wie lange man fällt, ist genial. Puls. Ja. Was? Hakensprung? Ja, eins gedrückt halten und schwingen. Das war für die Mission, aber ich habe mich ja freiwillig fallen lassen. Ich kann sagen, ich weiß, wie tief das ist. Ich frage mich. Ich frage mich, ob ich dahinter komme. Mich aber eigentlich nicht schon wieder töten. Naja, was soll's. Wir gehen weiter. Wir probieren erstmal die Typen dahinter im Gitter, weil sie es verdient haben. Stecht euch gegenseitig ab. Kann ich den...
Ah, schade, ich dachte, ich kann den hier durchtöten. Das wär's natürlich. Die beiden sind auch fast tot. Kommt da unten hoch, oder? Jetzt kommen die schon bei mir raus. Ist ein bisschen weit weg. Kommt mal hier vor. Damit ich was sehe für mein Geld. Es kämpft sich leichter, wenn man auch was sieht. Jetzt hat er auch Schwein gehabt. Einfach rein im Rücken geschlagen hat er mich. Ach, jetzt geht die Kamera auf einmal ran. Jetzt, nachdem wir den gekillt haben. Mhm. Ist ja auch schön. Kann man den da runterschmeißen? Nö. Hä? Sind wir da durchs Gitter gelaufen? Muss ich da lang? Muss ich hier lang? Wo muss ich denn hin? Er speichert, also muss ich wahrscheinlich da lang. Den gucken wir mal noch hier hin. So. Na bitte. Und noch ein Hebel. Meine Fresse. Wir haben das Spiel geglitscht. Es geht gut los, gleich am Anfang ein Glitch. Gedacht war es, dass wir den Hebel ziehen, dann das Ding runtergeht und wir dann erst das Tor öffnen. Okay. Ach, falsche Taste. Haben wir genügend Obst? Nee. Ich kann da nicht rennen. Es tut mir leid. Der da vorne, er trägt ein ganz seltsames Zeichen. Er ist der eine. Ich verhätschle dich nicht so wie meine Schwestern. Bleib weg. Ich könnte euch helfen und ihr schickt mich weg. Ja, dann brennt doch in der Hölle. Oh. Was denn nun schon wieder? Need a hand? Okay. Ich sehe schon, wo das hinführt. Man weiß überhaupt nicht, wer man ist. So. Den werden wir mal schnell Pflicht reißen hier. So, aber den. Oh. Schön. Bestimmt mit den Haken in der Decke interagieren. Aber erst nachdem wir die Typen hier platt gemacht haben. Oh, hallo. Kommt klar in eurer beschissenen Welt. Irgendwie die
Möglichkeit, grüne Obst zu bekommen.